Im Handwerk ist es mittlerweile so, dass mehr als 50% aller Ausbildungsverträge, die geschlossen werden, aus einem Praktikum hervorgehen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch dramatisch nach oben gehen wird, wenn immer mehr Betriebe letztendlich erkennen, wie wichtig das ist. Absolut. ZubiJump. Jung, engagiert, zuverlässig. Der Sprung in die Zukunft. Hallo, hier sind Lisa und Steffen von ZubiJump. Wir möchten uns heute ein Thema widmen, was ja auch immer größere Bedeutung bekommt. Das ist das Thema Praktikaplätze. Genau. Beziehungsweise bekommen sollte. Ja, es also nimmt dramatisch zu. Bei manch einem ist es noch nicht angekommen. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und zwar ist das Thema Praktikaplätze gewinnt eine immer größere Bedeutung. Und zwar, mir ist es auch ganz, ganz drastisch klar geworden, als ich vor kurzem in einem Ausbildungsbetrieb war. Und wir haben ein Projekt gemacht mit den Azubis, als es darum ging, die Startzeit zu optimieren. Haben Azubis zusammengenommen, haben halt überlegt, Mensch, ihr habt das gerade jetzt live erlebt. Was würdet ihr denn uns, dem Betrieb empfehlen, es irgendwie anders oder optimierungswürdig ist, etwas zu verändern, damit der Start sozusagen besser funktionieren kann? Und auf die Frage hin, wie die Azubis eigentlich auf ihre Ausbildungsstelle gekommen sind, muss ich feststellen, dass ein weitaus größerer Teil als die Hälfte gesagt hat, dass sie vorher diesen Betrieb einen Praktikumsplatz hatten und festgestellt haben, dass das ganz gut für sie ist und daraufhin letztendlich auch beworben haben. Und das lässt den Schluss letztendlich zu, sich dann mit diesem Thema mal intensiver auseinanderzusetzen. Ja, was bedeutet eigentlich Praktikumsplatz? Welche Bedeutung hat es dann letztendlich? Ich weiß nicht, was du schon mal erlebt hast. Also Praktikumsplatz, das ist ja irgendwie so der Larry, der Hidi-Platz, ja, der irgendwo eingerichtet wird, wenn er überhaupt eingerichtet wird. Ich hab tatsächlich beides erlebt. Und zwar, dass ich Praktikantin war, wo ich dachte, oh je, hoffentlich ist das Praktikum ganz schnell vorbei, weil ich halt nur am Kopiererstand oder am Putzen war tatsächlich. Mhm. Ich hatte aber auch schon ganz tolle Praktikumsplätze, wo ich wirklich eingebunden war, wo mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat. Wo ich aber auch feststellen konnte, dass es halt vielleicht letztendlich gar nicht der Beruf ist, in dem ich gerne arbeiten will. Lass mich überlegen, für welchen Ausbildungsplatz hättest du dich entschieden? Da, wo du kopieren und Kaffee kochen oder sonst was machen durftest und putzen durftest? Oder? Ganz witzig eigentlich, letztendlich habe ich mich tatsächlich für den Ausbildungsplatz genau in diesem Unternehmen entschieden. Es war aber aus einer anderen Konstellation raus, weil du bist jetzt Putzkraft geworden. Ich bin da keine Putzkraft geworden. Aber ich habe über eine Schule eine Ausbildung gemacht und dort war dieses Praktikum verpflichtend und habe dann sozusagen, also es war so ein Vorreiter zur Ausbildung halt. Ne? Hm. Also ich habe mich tatsächlich dafür dann entschieden, weil ich leider auch alternativlos war letztendlich. Ah, okay. Aber auch, weil mir die Kollegen sehr viel Rückhalt gegeben haben. Ne? Also ich war trotzdem gern dort und ich habe gelernt, aber es hätte mehr sein können dann letztendlich. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass es noch dass noch ganz viele Aspekte letztendlich eine Rolle spielen, ob ich mich dafür oder dagegen entscheide. Ganz genau. Und das ist auch etwas, was wir uns auf die Fahnen schreiben müssen. Also sprich, also ein Praktikumsplatz zu sagen und sagen, naja, dann machen wir das halt. Und wenn der dann kommt, der junge Mensch, gucken wir mal, was wir mit dem jetzt so ertreiben. Das ist wahrscheinlich nicht zielführend. Sondern es macht absolut Sinn, sich, glaube ich, Gedanken darüber zu machen, wie soll dass ich mir einen Praktikumsplatz gescheit einrichte, das heißt, dass das Arbeitsplatz auch vorbereitet ist, dass es einen Plan gibt, was sollte derjenige eigentlich tun und nicht erst an dem Tag überlegt wird, was könnten wir denn machen. Auch an wen kann sich der Praktikant letztendlich wenden im Unternehmen, wenn irgendetwas ist, also dass er einen festen Ansprechpartner hat. Ja, das ist wichtig. Ja? Dann ist man ja auch haltlos, ne? Während des Praktikums, wenn man gar nicht weiß, wohin, mit meinen Fragen und auch Kummer und Sorgen, die man manchmal einfach hat, ne? Auch wenn es alltägliche Sachen sind manchmal. Ja. Ganz wichtig, dass man einen festen Ansprechpartner da, immer da ist und immer Zeit hat. Ja, und was ich bei dem Betrieb, wo wir vorher in einer Bürogemeinschaft waren, bei der Pegasus Werbeagentur hier in Magdeburg, da war das ja so, dass die Auszubildenden oder die Praktikanten am Abschluss ihrer Zeit sozusagen eine Präsentation leisten durften, um mal zu zeigen, was sie denn da mitgenommen haben, was sie gelernt haben, was sie geleistet haben. Ja, also wirklich, was habe ich geschaffen in dieser Zeit, da auch unendlich stolz drauf waren, ja. Also wenn sie da das Feedback von der Gruppe bekommen und alle begeistert waren, was innerhalb von kürzester Zeit letztendlich auch ein bisschen. Ist ja auch schön, selber zu erkennen, was man gelernt hat tatsächlich, ne? Ja. Wie weit man gekommen ist auch tatsächlich und wie weit man sich auch entwickelt hat. Ne? Ja. Genau, das hatte ich nicht in meinem Ausbildungsberuf, denn letztendlich war ich tatsächlich dann froh, dass die Zeit schnell rum war und ich dann auch schnell wieder gehen durfte. Ja. Das war
Das Thema Praktikum nimmt auch bei Verbänden und bei Institutionen auch einen immer größeren Stellenwert ein. Und also diese Verbände selbst, wenn sie nicht selbst sogar Praktikanten in ihren Reihen haben, dann ist es etwas, die wird auch da weiter auch mal gedrängt, Unternehmen letztendlich dazu ermutigen, solche Stellen letztendlich auch anzubieten. Denn wenn es darum geht, um die Fachkräfte der Zukunft zu ringen, und Ausbildung ist Zukunft, dann müssen wir uns mal mehr Dinge einfallen lassen, um schon frühzeitig letztendlich auf, sag ich mal, auf dem Markt aufzutreten und dort auch Potenzial auch zu erkennen. Und es macht Sinn, geht als Ausbildungsbetriebe, geht in die Schulen, bietet ganz aktiv Praktikaplätze an, geht in, macht es publik auf euren Kanälen, auf den Webseiten und so weiter. Bringt schöne Stories auf Social Media, um zu zeigen, was letztendlich dabei rausgekommen ist, um Lust auch drauf zu machen. Da ist eure Zielgruppe auf diesen Kanälen unterwegs. Und ich kann da an der Stelle immer nur wieder betonen, im Handwerk ist es mittlerweile so, dass mehr als 50% aller Ausbildungsverträge, die geschlossen werden, aus einem Praktikum hervorgehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch dramatisch nach oben gehen wird, wenn immer mehr Betriebe letztendlich erkennen, wie wichtig das ist. Absolut. Es gibt ja auch ganz tolle Best-Practice-Beispiele, Unternehmen, die ihre Auszubildenden die Werbung oder Bewerbung der neuen Lehrstellen, Praktikumsstellen übernehmen lassen, die dann so kleine Azubi-Videos drehen, ganz witzig, mit einem tollen Content dahinter. Und das zieht tatsächlich. Ne? Ja. Also es gibt diese großen Vorreiter, die muss man sich einfach mal anschauen. Man kann vielleicht auch ein bisschen davon was übernehmen und auf sich ummünzen, und dann klappt das ganz gut tatsächlich. Könntest du da noch so einen kleinen Sache zusammenstellen, dass die... Das kann ich auf jeden Fall. Ich suche ein paar Sachen zusammen. Ich habe auch ein paar Kontakte. Vielleicht haben wir auch ein paar größere Sachen, die wir euch zur Verfügung stellen können. Ja. Dann kann man da mal einschauen. Dann kann man, können Sie auf den Link klicken, um letztendlich zu schauen, Mensch, da gibt es ein paar gute Beispiele dafür, wie so etwas funktionieren kann. Also, Praktikumplatz, wichtig dabei ist, machen, gut vorbereiten, die Chancen erkennen und letzten Endes den Auszubildenden, wenn er denn geeignet ist, auch direkt ansprechen und sagen, hier keine Chance vertun, sondern wenn jemand gut ist und das ganze Umfeld sagt, dass derjenige passt menschlich zu uns, der passt gut rein, auch direkt sagen, hey, wir würden uns riesig freuen, wenn du deine Ausbildung bei uns in unserem Betrieb machen würdest. Es ist ja auch das Thema, oder der Begriff Menschlichkeit, Persönlichkeit ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da haben wir auch schon im vorigen Video, nämlich zum Thema mangelnde Ausbildungsreife, darüber gesprochen, dass die Persönlichkeit manchmal viel ausschlaggebender ist, nicht manchmal, eigentlich viel ausschlaggebender ist, als die Schulnoten tatsächlich. Hm. Und Praktikumsplatz ist natürlich das Praktikum die beste Gelegenheit, jemanden wirklich kennenzulernen, zu sagen, ist er geeignet oder nicht. Auch mit kleinen Schwächen und kleinen Defiziten. Wir sind alle nicht fehlerfrei, ganz klar. Und uns fällt auch manchmal morgens schwer aus dem Bett zu kommen und sind müde. So. Genau. Dem einen mehr, den anderen weniger. aber es ist, wir erkennen, wo können wir halt vielleicht ansetzen, womit können wir arbeiten und was kann aus dieser Persönlichkeit, die vor uns sitzt, dann tatsächlich werden. Ja. Und da ist ein Praktikum natürlich toll. Also, Praktika, ausbilden. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns auf Facebook und auf YouTube weiter folgt. Sind natürlich erfreut über jede Bemerkung, über jeden Kommentar, der letztens auch hinterlassen wird. Wenn Fragen auftreten auf allen möglichen Kanälen, können Sie uns auch anschreiben. Und ja. Das ist unser Futter ja im Grunde genommen. Ne? Definitiv. Also, je mehr hier kommt, desto mehr können wir auch Videos abdrehen. Genau. Also dann. Wir sehen uns. Tschüss. Zubi Jump. Jung, engagiert, zuverlässig. Der Sprung in die Zukunft.